Hotel Action! Da liegen sie, die zwei kleinen Drecksäue. Lohnt sich aber auch nicht, die sauber zu machen. So sieht das Ganze von oben aus. Ähnlich wie die Löwensenke, nur ein bisschen um eine Kurve. Lässt sich aber trotzdem super fahren. Fett des Slopestyles. Neuer Tag, neues Glück. Und weiter geht's. Donauparteichen. Genau. Gestern soll es hier eigentlich nur eine Gravel-Tour gewesen sein. Und deswegen sind wir heute doch etwas geschützter angezogen, um dort wieder Blödsinn zu machen. Weil es gestern auch so eine Gravel-Tour war, ne? Aus der Gravel-Tour wurde dann mal ganz schnell wieder eine Expeditionstour. So ist das, wenn Melanie und Angie unterwegs sind. Wir nehmen euch mit auf unsere Reise. Wir wünschen viel Spaß! Wo sind wir denn? Voll in der Walachei. Ja, mittendrin sind wir. Ja, als würde der hier weitergehen. Nee, doch nicht. Der ist jetzt hier im Nichts. Da ist ein Trail. Da ist ein Trail. An dem hier sind wir näher dran. Ja, dann sind wir mal doch unten rumgefahren. Haben wir uns jetzt aber was aufgebaut. Ja, dann fahren wir wieder zurück. Ja, dann fahren wir wieder zurück. Runter geht ja besser. Jo! Danke. Macht Spaß. Wieso? Ich kann doch da runter. Aha, guck mal da, guck mal da. Ja, hier geht aber. Das kann ich. Nicht fahren, aber laufen. Nee, ist Albert hier. Es ging schon ums Fahren. Ach Quatsch. Deswegen sei ja hier, guck mal, der Weg. Guck mal hier. Wenn da Glück hat. Weil ich will doch nicht da runterfliegen, dann mache ich das Fahren. Aber zum Fahren. Oh, wieder überall Baumstämme. Ich bin doch nicht hier beim Klettern. Das haben sie ja richtig geschickt gemacht. Mal schauen, ob wir hier jetzt unbeschadet durchkommen. Ohne weitere Baumstämme und ohne Unglücke. Hui, das ist schräg hier. Schräg und nass. Ja, wieso, du bist doch durchgekommen. Zack, und wieder Höhenmeter. Ja, nicht abstürzen hier. Nee, guck da bloß nicht hin. So, was haben wir hier unten? Nichts Besonderes. Okay. Oh, ich hasse nasses Laub, ey. Laufen lassen. Lass laufen.
zu spät gesehen. Da kann man rein. Ich wollte reindroppen, aber der war dann für plötzlich reindroppen doch zu hoch. Wenn jetzt das Wasser da nicht wäre, dann wäre ich gesprungen. Aber so? Oh, hier kann man schön runter. Hier auch. Ja, da kannst du runter. Welche Mitte? Ja, da, wo dieser Senkrechtstock drin steht. Das sehe ich ja von oben nicht. Ja, dann mach dir vorher ein Zeichen dahin. Da bin ich doch gerade rübergekommen. Das hat mir auch doof angefahren. Aber genau da war es schön. Da unten kannst du auch langfahren. Schön am Wasser. Und wenn du wegrutscht, bist du weg. Natürlich kann ich schwimmen. Ja, das war's. Kleiner Spielplatz. Wäre jetzt schön gewesen, wenn du mir auf der Brücke begegnet wärst. Keine besonders schöne Brücke, aber ganz nett. Ohne paar Teichtreppen. Aber bei der Nässe ist das. Oh, ich schau das an. Ja, doch, die sind ein bisschen komisch hier gebaut. Schön ist was anderes. Schön ist was anderes. Aber es geht. Klingelingeling. Ja. Danke. Richtig. Der Ast war im Weg. Du weißt doch, die Sonne blendet. Genau, die Badehose. Die Badehose klemmt. Ja, du sollst doch schon auf der Mauer draufbleiben, ne? Okay, ich kann es auch nicht besser. Los, Vollgas da vorne. Vor allen Dingen, jetzt kommt ja der Hund. Von dir in 2,5 Meter.
Das müsst ihr euch angucken. Angie bereitet den Platz vor. Jetzt hat sie es gemerkt. Angie will die Kamera positionieren. Ich trau dir alles zu. Von der Bremse, ey. Das Laufen. Ah, schöner Sprung. Mensch, muss doch sagen. Ja, wir fahren ja rechts und die laufen ja links. Du möchtest rechts, okay? Ich glaube nicht. Und was ist das denn da? Nee, das kommt gar nicht richtig rüber. Also dich jetzt da als Person. Gecheckt, gefahren, abgehakt. Wird man natürlich wieder nicht sehen, ob es jetzt steil ist oder nicht. Aber egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Juhu! Oh.
Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag?